11 zu 2 mal wieder. Es ist immer 11 zu 2. Es ist immer verdammt nochmal 11 zu 2. Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Ich bin wieder zurück von der Gamescom. Meine Stimme ist schon ein bisschen angekratzt. Ne? Ist ein bisschen besser geworden. Gestern war es richtig schlimm. Oh mein Gott, war das eine erfolgreiche Gamescom für mich. Es war ein mega fettes Turnier. Danke an alle, die vorbeigekommen sind, die mich treffen wollten. Danke an alle, die das Match gesehen haben und mich nicht treffen wollten. Danke an alle Live-Zuschauer, die live zugeguckt hatten. Wir haben bis zu 10.000 bis 15.000 Live-Zuschauer gehabt, natürlich dank Trimax Twitch-Account. Währenddessen ist natürlich die Mega-Ritter-Herausforderung rausgekommen, die ich nicht aufnehmen konnte, aber ich habe da irgendwie mal im Hinterkopf behalten. Problem ist nur, ich habe eine Woche kein Clash Royale gespielt und ich habe keine Ahnung, welches Deck ich nehme. Ein Zuschauer hat mir ein P.E.K.K.A.-Mega-Ritter-Deck empfohlen. Ist wohl ziemlich beliebt gerade in der Herausforderung. Probiere ich mal gerade nachher zu reproduzieren. Hier ein Bild vom Kevin zum Beispiel hat das benutzt. So, Geschichte reproduziert, mal schauen. Ja, sehr erfolgreich hier Gamescom für mich. Also ich habe echt eine Menge Connections aufgebaut, eine Menge neue Sachen erlebt. Wie gesagt, euch Zuschauer getroffen. Das erste Mal ja mehr oder weniger, dass ich euch mehr live erlebe. Zumindest die Clash Royale Community. Letztes Jahr war das ja noch nicht so mehr wirklich mit Clash Royale. Zack. So, oh, solide. Solide, stabil würde ich sagen. Alright, Mega-Ritter. Sieht knollig aus. Ist das der Bauarbeiter? Keiner weiß es. Der Sepp war vollkommen überflüssig, aber okay. Der war halt da. War halt da, kann den ersten Damage raushauen. Hätte ich jetzt den Sepp gebraucht, ne? Hätte ich jetzt den Sepp. Reicht Mega-Ritter, um eine Skelettarmee abzuwehren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wir machen Elektromagier oben drauf. Teurer Scheiß, aber ich würde gerne eigentlich zur Pumpe rotieren. Zack, okay. Eisgeist, Minions. Alright, alright. So, ich würde gerne zur Pumpe rotieren, aber der lässt mich nicht, der lässt mich nicht. Aber wir haben so viel Schaden gemacht. Ich habe sogar Connection zu Supercell aufbauen können. Das ist schon an sich eigentlich ganz geil. Ein Mitarbeiter von Supercell war da, hat mit ihm reden können, ein bisschen geschnackt. Super cooler Typ, hat mich an den Lumberjack erinnert. Also der, ohne Scheiß, Leute, es ist der Holzfäller gewesen. Es ist der Holzfäller, sah aus. Kim, wenn du das Video siehst, you look like a Lumberjack. Was really awesome. Er hat auch mein Commentary gelobt, sage ich mal, mehr oder weniger. Er fand es ziemlich nice, dass ich das Turnier so mit Power und Emotionen reingemacht habe. Er fand es ein bisschen schade, dass es so oft Situationen gab, wo so spannende Sachen passierten und dann das Commentary eher ruhiger war. Dann habe ich bei dem Match von Bering gegen Soking, das war das geilste Match überhaupt auf dem Turnier, habe ich richtig reingehauen. Ich habe da reingebrüllt, als ob die Scheiße blutet. Okay, das hört sich komisch an. So, wow, Mega-Richter macht Mega... Okay, das wusste ich nicht. Gott zu wissen, Gott zu wissen. Mega-Ritter macht keinen Luftschaden beim Spawnen. Ist also nicht so wie der Elektromagier. Wäre auch schon krass OP. Wäre krass OP. Ich dachte, der würde mal hier Luftschaden machen. Genauso wie im Elektromagier. Aber nee, ist nicht. Nee, ist nicht. So. Wir können ein bisschen Pumpen aufbauen. Sollte eigentlich kein Problem sein, das Ganze, oder? Sollte kein Problem sein. So, zack, zack, zack. Da können wir gleich den Eisgeist raussetzen. Kein Problem. Blobs. So. Okay, da können wir gleich... was spiele ich hier? Was spiele ich hier? So. 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 Ich habe so viele Pumpen, das kann man eigentlich hier sich mal ein bisschen gönnen, ne? Ein bisschen Fehler gönnen, zack. Ich habe nur keinen krassen hier Luftzauber. Das ist das, was ich aufpassen muss. Kein krasser Luftzauber heißt, ich komme nicht an den Turm dran, wenn die HP super low ist. Aber es klappt. Es klappt. Trotz paar Fehler, ne, hat es gut geklappt. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich euch bin. Ohne Scheiß, ohne eure Support, ohne dass ihr meine Videos geguckt habt, wäre ich wahrscheinlich nie im Leben auf so einer Bühne. Ich hätte nie die Chance, auf der Bühne zu stehen. Das ist doch einfach krass, dass man sowas erreichen kann, was man mit YouTube sowas erreichen kann. Und das ist auch nur dank euch. Deswegen bin ich euch so unendlich dankbar für diese Gelegenheit, für diese Chance, die ich machen kann. So gut es geht, dass ich euch da auch das Beste liefere dabei. Und vor allen Dingen, dass Clash Royale auch so inzwischen so groß wird dabei, ne? Ist schon krass. Ist schon krass. Ja, und wie gesagt, cooles Turnier. Die Defense war so, so lala. So lala. So lala. Wir gingen ein bisschen All-In, aber eigentlich müsste ich pumpen. Schade, ich habe meinen Sepp schon verbraucht. Man geht in Dash rein, aber ansonsten müssen wir gleich mit Elektromagier abwehren. Nix Wildes, komm auf meine Seite. Baby, so. Blops.
Nice. Wir können die nächste Pumpe setzen. Dieses Deck ist eigentlich nur darauf aufgebaut, soweit ich jetzt das verstanden habe, dass man pumpt, 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 pumpt. Also pumpen, Leute. Ihr braucht so viele Pumpen, wie ihr noch nie in eurem Leben ausgesetzt habt. Sehe ich jetzt schon im Packer? Nein, ich warte eine Wave ab. Ärgerlich, schmerzhaft, aber ich warte gar nicht eine Wave ab. Ich warte, ich rotiere einfach. What the fuck, Leute, what the fuck? Warum sollte ich hier irgendwas noch machen, ja? Ich bin hier voller Kanne im Vorteil, was das angeht. Wir gehen gleich noch ein bisschen in eine Pumpe. Pumpmatte, Mokaritis, wie auch immer. So, Nachtexte reindashen. Sehr schön. Sessen. Sessen. So. Die Nachtexte kriegen wir mit Elektromagadon. Der Megaritter springt auf meine Seite. Fledermäuse kommt noch oben drauf. Wunderschönes Paket. So. Wunderschönes Paket. Seht ihr? Seht ihr? Alles null Probleme. Null Probleme. Wir pumpen einfach. Nicht noch eine weitere Einheiten setzen. Nein, wir haben gerade einen krassen Push abgehalten. Wir pumpen einfach. Ah, fiese Nummer. Fiese Nummer. Okay. Gut für ihn, schlecht für mich. Ich habe gehofft, er hatte keinen Packer, aber er hat einen. So, so viel dazu. Okay, dann setzen wir einfach mal das und das. Ist aber kein Problem. Wir rotieren einfach wieder die Karten. So, zack. Zack, Banditen und Eisgeist ist ein bisschen Single. Oh, King Tower wird aktiviert. Sehr schön. Gegen Friedhof das Beste, was passieren kann. Ohne Scheiße, gegen Friedhof ist wirklich das Beste, was passieren kann. Wir setzen nochmal eine Pumpe aus. Jetzt denkt ihr, 30 Sekunden kannst du dich nie im Leben Pumpe setzen. Dieses Deck ist aufgebaut darauf, dass ihr in doppelte Elixierphase geht. Geht in die doppelte Elixierphase. Setzt die Einheiten raus. Passt aber auf, dass das Ding nicht unter Raketenreichweite kommt. Weil dann habt ihr ein Problem. Dann habt ihr Probleme. Die ich hoffentlich jetzt in diesem Match nicht habe, weil er den Packer direkt an die Brücke setzt. Sehr schlecht, er kommt somit auf meine Seite. Er ist auf meiner Seite. Nicht, dass er sein Packer auf meiner Seite wäre, aber der ganze Sturm da ist auf meiner Seite. So, was habe ich heute mit den Zaps? Meine Zaps sind heute richtig lau. Nicht, dass ich jemals geile Zaps hätte, aber die sind heute richtig mies drauf, Alter. Alright, alright. Sieht doch gut aus, oder? Seht ihr? Pumpen, 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 pumpen und dann überrennt ihr den Gegner auch. Schönes Deck eigentlich im Prinzip. Ich find's gut. Ich find's gut. Win Nummer 8 war gerade knapper als das die Runde gegen mit Beren. Wir kriegen unsere Level Arena 11 Riesentruhe. Holen wir uns rein. Ich überspringe bei solchen Challenges ja immer meistens die Hälfte der Matches für das Video, damit einfach nur die letzten spannenden Matches reinkommen. Ich muss nur noch viermal gewinnen. Das Schwitzen fängt mehr oder weniger an. Irgendwas ist mit den Matches. Knapp wie sonst was. 11 zu 2 mal wieder. Es ist immer 11 zu 2. Es ist immer verdammt nochmal 11 zu 2. Und ich werde jetzt Schnauze halten. Epische Musik. Ich will das Ding holen. Ich will meine 12 Wins haben. Ich will das Ganze rocken. Und ich habe leider eine miese Starterhand.
geht doch, geht doch, geht doch, geht doch, Leute. 2-1 First Strike. Mega Ritter freigeschaltet. Yes! Ist auch wurscht, ist auch wurscht. Hier geht's um Mega Ritter. 12-2. Hab mir somit die neue Legendary im First Strike geholt. Eine Woche lang kein Clash Royale gespielt. Ich bin ein dummer Kacknoob und ich hol die Karte trotzdem. Da soll noch einer sagen, ich hab nichts drauf. Mit ein bisschen Schwitzen, ein bisschen Tryharden, wenn es um etwas geht, kann ich auch ein bisschen was aus mir herausholen. Schöne neue Legendary, 2 Wochen bevor es rausgekommen ist. Ah, ich freue mich. Das war aber auch ein schwieriges letztes Match. Ey, zum Schluss hat er Gott sei Dank noch mit dem Gift ein bisschen verkackt. Ich habe ihn extra mit dem Pumpen ein bisschen rausgebaitet, damit er den Gift nicht auf meine Einheiten setzt. Und dann hat es noch gereicht, um ein schönes, schön durchzurutschen. So, wir holen uns den Mega-Ritter freigeschaltet. Eine legendäre Karte. Wunderschön. Und dann kriegen wir noch 11.000 Gold dazu und 550 Karten. Ah, ist das herrlich. 11.000 Gold, ein Rambok, 2x Grabstein, das ist eine miese Aufteilung, damit es eine Legendary wird. 128x Bomber, oh leid. 150x Tesla, 200x... Ah, knapp, ey. Schade, keine Legendary aus der Mega-Ritter-Herausforderung, aber dafür haben wir den Mega-Ritter selber freigeschaltet. Also haben wir die Legendary hier safe drin. Jetzt kriege ich 11x Riese, ne? Jetzt kriege ich den, ist ja praktisch. Wunderschön, mal, was macht, kann man mit ihm machen jetzt? Keine Ahnung, ein paar Challenges. Wie wär's mal mit 7x Megaritter? Wird verdammt schwierig, einen Weltrekord mit Megaritter aufzustellen. Aber es geht, weil ich freigeschaltet habe. Und wenn das keinen Daumen hoch verdient, Leute, was dann? Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß dabei hattet. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flasse. Flop.